Deshalb überlässt man es nicht dem Markt zu entscheiden, welches Konzept sich wo für welchen Zweck durchsetzt. Nein, wir zwingen angeblich aus Klimagründen das Elektroauto viel zu früh in den Markt. Es erfüllt weder umfassend die Kundenbedürfnisse, noch haben wir genügend Ladestationen. Und ich habe gerade mal in mein Handy geschaut, bevor ich hier hochkam. Und Sie könnten jetzt das verfolgen, dass in diesem Moment Realtime der Mix des deutschen Stroms im Netz ist, den ich jetzt habe, wenn ich heute Abend in München mein Elektroauto lade. So, dann verursacht das 736 Gramm CO2, eine Kilowattstunde Strom. Break-even zum Diesel, zu einem modernen Diesel, ist bei 400. Das heißt, wer heute Abend sein Elektroauto in Deutschland lädt, wird morgen beim Fahren fast doppelt so viel CO2-Footprint in der Umgebung hinterlassen wie ein Diesel. Und da frage ich mich, wie kann es sein, solange der Strom so schmutzig ist, dass wir Milliardensubventionen für das Elektroauto ausgeben, angeblich wegen Klima? Das ist eine Mogelpackung. Das ist eine ganz große Lüge. Ja, ich bin für Elektroautos, aber dort, wie in der Schweiz oder Norwegen, wo wir einen Strom CO2-frei heute haben, den werden wir aber noch ganz, ganz lange nicht haben. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Weshalb muss man ein Verfallsdatum an den Diesel, an den Verbrenner hängen? Ich meine, was hat der arme Verbrennungsmotor denn getan? Denn mit synthetischen Kraftstoffen wäre diese heute mit 1,2 Milliarden Exemplaren in diesem Moment, sind auf diesem Globus 1,2 Milliarden Fahrzeuge, PKWs, Vans und LKWs mit Verbrennungsmotor in der Welt unterwegs. Ja, das müssen wir einmal transformieren in Richtung elektrisch, wird aber sowieso nicht komplett gehen und schon gar nicht in den Zeitphasen, die die Politiker andenken. Aber den Verbrenner in Europa tot zu machen, ohne eine langfristige Alternative zu haben, mit CO2-freiem Strom die Elektroautos aufzuladen. Ich halte das Ganze überhaupt nicht zu Ende gedacht. Und wann immer man mit einem Grünen darüber diskutiert, weichen sie aus, weil sie ja Fakten nicht mehr hören wollen. Es wird nie und nimmer wird es passieren. Nie und nimmer werden in 2035 nur noch Elektroautos fahren. 1,2 Milliarden Fahrzeuge, wir brauchen mindestens 50 Jahre, es gibt ja auch noch andere Länder als Deutschland, 50 Jahre, bis wir diesen ganzen Fuhrpark einmal durchgewechselt haben. Und dann müssen aber auch in Afrika, in Südamerika und überall entsprechende Ladestationen und CO2-freier Strom da sein. Deswegen, warum überlassen wir es nicht dem Markt? Warum vernichten wir so früh den Verbrennungsmotor? Warum entwickeln wir nicht synthetische Kraftstoffe? Damit könnte sich Deutschland hervortun. Und das finde ich einfach nur traurig. Und gleichzeitig, so wie wir das Auto bekämpfen, ist unsere Bahn eine riesen Enttäuschung. Das ist ein Vollversagen eines so wichtigen Verkehrsträgers. Weder ist es gelungen, den LKW runterzubringen in der Nutzung und auf die Bahn zu bringen, noch ist die Bahn pünktlich, noch macht sie Gewinn. Also ich weiß nicht, für ein Hochleistungsland wie Deutschland ist für mich die Bahn eine Schande. Und ohne diese Bahn, eine funktionierende Bahn, wird es nicht gehen. Ich will auf der anderen Seite sagen, München ist für mich absolutes Vorbild in der Welt für öffentlichen Nahverkehr. Sie haben die beste U-Bahn, die ich kenne. Das bräuchten wir in allen großen Metro-Areas, um wirklich ein sinnvolles Angebot zu machen. Bevor man die Autos aus der Innenstadt rausschiebt, muss man, in München kann man das machen, brauchen wir unbedingt guten öffentlichen Nahverkehr. Also, ich glaube auch, es wird sich noch mal was ändern und hoffe das sehr als Ingenieur, weil ich denke, irgendwann werden die Fakten sich durchsetzen und die Ideologie hoffentlich an die Wand laufen.